Ja, willkommen zurück bei unserer nächsten Aufnahme Cry of 4. Wie ihr seht, sind wir immer noch in der Section Saxon Avenue, wo diese komischen Freunde hier unterwegs waren. Alter! Ich will's gar nicht wissen, ey. Ey, ich bin so gut wie tot, ey. Also jetzt mal ganz ehrlich, also diese Viecher sind auch überhaupt nicht übertrieben, kein bisschen. Überhaupt kein bisschen. Alter, ich hab gedacht, er ist schon tot. Ich weiß nicht, also. Oh Gott. Die Melodie allein sagt schon, ich sollte. Oh nein. Ernsthaft? Ja, ich habe doch die Holzbalken schon wieder gesehen. Those wooden boards are blocking the door. Bitte was? Danke. Danke, ey. Ich habe schon gedacht, jetzt wartet dieses Vieh da noch irgendwo auf mich und schnetzelt mich einfach über den Haufen, ey. Boy. Ja. Also langsam macht mich dieses Spiel echt fertig. Langsam, das ist wahrscheinlich eh wieder abgeschlossen, ne? Langsam bin ich echt kurz davor zu sagen, ich breche dieses Let's Play ab. Weil diese Dinger regen auf, Mann. Geht auch nicht auf. Natürlich geht es nicht auf. Was ist das hier? Steht doch gleich wieder irgendwas. Oh! VP70. Cool, eine neue Knarre. Ey, Mann, leck mich doch am Arsch. Was ist... Jetzt mal ernsthaft, was ist denn das für eine beschissene Knarre, ey? Dann legen wir uns mal auf die 2. Okay, mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Oh nö, ey, bitte. Oh nein, ey, ernsthaft? Verfluchte Jump'n'Run-Action. Ich meine, ich fand das Klettern, da wo mir die Sophie getroffen waren, ja schon richtig behindert, ne? Aber ernsthaft muss so... Oh, scheiße. Muss sowas in so einem Game sein? Ernsthaft, Alter, ich habe so Angst, irgendwo runterzustürzen. Oh. Da stand gerade, mein Bildschirm schaltet sich in 5 Minuten selbst auf. Alter. Ich sag doch, muss sowas in so einem Game sein. Ich meine, hier sind ja noch die... Das Problem ist ja noch diese fulminant geilen Hitboxen. Seht ihr, ich... Bleib irgendwo nicht existentes hängen. Oh, geil, jetzt auch noch falsch hat, ey. Ihr habt ja gesehen, wo der letzte Speicherpunkt war. Also wenn wir von dem Speicherpunkt aus nochmal spielen müssen, raste ich komplett aus. Okay, wir sind erst bei 5 Minuten, aber da raste ich komplett aus. Jetzt müssen wir erstmal unsere Energie aufladen lassen. Haben wir noch eine? Wir haben nicht mal mehr eine Spritze dabei. Geil. Super. Nice. Toll. Schön.
Echt, ey. Ich meine, wenn dieses Spiel dann wenigstens gescheite Hitboxen hätte, so dass zum Beispiel nicht an irgendwelchen nicht existenten Kanten einfach so kleben bleibst, weißt du, was ich meine? Aber das, weißt du, so neue Spiele. Neue Spiele, die dürfen sowas. Aber solche Spiele, die dürfen sowas nicht, seht ihr doch. Ich bleibe an irgendwelchen nicht existenten Kanten hängen. Ey, nein, das, weißt du, ich reg mich gar nicht so drüber auf, dass ich da jetzt ein bisschen rumfail und das beim ersten Mal nicht pack. Aber das Problem ist einfach, es gibt Spiele, diese Engine, auf der das Ganze beruht, das ist ja die Half-Life 2 Engine. Und diese komplette Engine ist einfach nicht auf sowas ausgelegt. Müssen wir da überhaupt hin? Ich glaube darüber, ne? Oder darüber. Ich glaube eher darüber, ne? Oder? Alter. Leck mich doch am Arsch, Mann. Leck mich doch einfach am Arsch. Ja, geil. Jetzt sind da bestimmt noch die anderen beiden Pisser um die Ecke. Ich glaub's nicht, ey. Ich glaub's nicht. Lad nach, Mann. Alter, ich glaub's nicht. Ich verwende die noch nicht, nee. Weil sonst ballern die mich wieder an, dann bin ich gleich mit der Energie ganz weit unten. Ich lade nur lieber nach. Wie kann es sein, dass ich den Typen nicht treffe, der aber einen auf Hit and Run macht und mich einfach über den Jordan ballert? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ey. Ernsthaft, Mann? So, jetzt kann ich das Ding benutzen. Okay, wir wissen ja direkt, wo wir hin müssen. Ah, geil, jetzt ist gleich nochmal diese Rennszene. Stimmt, jetzt noch gleich nochmal diese Rennszene. Ey, ich habe so viel Bock gerade. Vor allem heute, weißt du, ich habe eh nicht so viel Zeit. Ich nehme das Let's Play sozusagen gerade in letzter Minute auf, damit heute einfach noch eine Folge hochkommt und dann passiert sowas. Ja, wie gesagt, solche Probleme habe ich immer. Okay, ich weiß ja, was passiert. Warte. Ich sag dir, ich weiß, was passiert. Wir müssen uns auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich weiter wild umgucken, sondern wir rennen jetzt einfach durch, weil, wie gesagt, ich habe gerade echt ein bisschen Zeitdruck. Ich hoffe nicht, dass das Let's Play jetzt allzu sehr drunter leidet, aber wie gesagt, ich habe halt einfach Zeitdruck gerade. Es ist gerade einfach nicht so. Ich weiß, ich wollte eh nur eine 15-Minuten-Folge aufnehmen, hab mir gedacht, so, ach komm, easy peasy. Spiel hat mich jetzt Besseren belehrt. So. Und wie die Waffe einfach leer ist. Ach Gott.
Entschuldigt bitte. Meine Nase ist zurzeit ein bisschen verstopft. Oh Mann. Also, ich hoffe. Ich bete für den Spielehersteller, also für den Typen, der das Ganze hier entwickelt hat. Ich bete für ihn, dass nach dieser Jump'n'Run-Action ein verdammter Speicherpunkt kommt. Weil ich glaube, ansonsten muss ich ihm einen Besuch abstatten. Ey, jetzt mal ernsthaft. Warum? Okay, hier passiert ja eh nichts Gruseliges. Also, was heißt Gruseliges, aber hier passiert gerade eh nichts Schlimmes. Das heißt, steck die Waffe einfach mal weg. Vielleicht springt ihr ja mit dem Handy weiter, ich weiß es nicht. Oh Mann, ey. Ernsthaft? So, das warten wir einfach mal kurz, bis sich unsere Energieleiste ein bisschen regeneriert hat. Und ja. I'm a little bit underpissed. Okay, wenn wir uns hinknien, regenerieren wir Energie also schneller. Ist okay, gut, dass wir das wissen. Das heißt, also in solchen Situationen knien wir uns jetzt einfach immer ein bisschen hin. Entschuldigung. Da wollte der Popschutz gerade abhauen. Okay, jetzt funktioniert es so. Hinsetzen kurz. Und dann müsste unsere Energie eigentlich schneller wieder regenerieren. Also jedenfalls wirkt das für mich so. Das wirkt für mich so, als würde sie so eindeutig schneller regeneriert werden. Warum, Alter? Da ist doch keine Kante, Mann. Ernsthaft. Ey. Sorry, wenn ich dabei ein bisschen gestresster bin, aber sowas regt mich einfach auf. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe. Wir sind ja, glaube ich, von... Ich weiß nicht. Habe ich es schon mal erwähnt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Problem, das ich bei sowas sehe. Dieses Spiel hier ist auf der Half-Life Engine programmiert. Es ist ein Spiel, das komplett auf eine Engine programmiert ist, die vor 15, 20 Jahren, nein, so lange jetzt auch wieder nicht, aber mindestens 15 Jahre, herausgekommen ist. Da waren die Hitboxen grausig. Das Movement war komplett für den Arsch. Und was denkt der Spieler, also der komische, also der Typ, der das Spiel entwickelt hat, was denkt der so, ja, also Hitboxen sind für den Arsch, Movement ist für den Arsch, Steuerung hakelt wie Sau. Bauen wir Jump'n'Run ein. Also so, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Weil es einfach in meinen Augen kompletter Schwachsinn ist. Muss ich überhaupt so... Ja. Thank you.
Ey, ich wollte schon sagen, wenn ich wegen dem Pisser jetzt verreckt wäre, ne? Ich schwöre bei Gott, ich hätte dieses Spiel einfach ausgemacht. Auch cool. Okay. Ey, ich hoffe, das zieht sich jetzt nicht noch viel weiter. Okay, die Melodie kommt jetzt für mich nicht so rüber, als wenn hier sonderlich brutal viel jetzt passiert. Gut. Ein Speicherpunkt. Ja, das war's für diese Folge. Ich wollte, wie gesagt, nur eine ganz kurze Folge machen, damit heute am Sonntag noch eine Folge rauskommt. Es tut mir leid, dass es einfach nicht so viel gelaufen ist. Aber ey, abgefuckt. Abgefuckte Scheiße. Es ist echt, diese Jump'n'Run-Action, das solltest du nicht tun. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen aggressiver war, aber nein. Absolut nein. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und lasst euch nicht von Zombies mit Knarren jagen.